Naja, gut nächtlich, lauf gut. So, wollen wir mal gucken, ob wir da heute noch, ich wollte eigentlich heute mal pünktlich, eventuell sogar ein bisschen eher Feierabend machen. Ey, wenn es so weitergeht, dann... So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Suft, ey, irgendwo da drüben war ich doch. Ach, hier, oder? Haus Schwarztorn, nein. Narzulbur, was ist denn das? Na egal. Ja, ja, aber da steht nur einmal drin, ne? Aber wie gesagt, ich kann ein komplettes paar Krücken kann ich komplett an dir zerdeppern. So, nehmen wir hier mal ein bisschen mit, habe ich gesagt. Und ich bin ja gerade total angespannt, ne? Das ist, das geht voll auf mein Kreuz. Gut, dass ich morgen Krankengymnastik habe. Hatte ich hier nicht irgendwie einen... Noch ein Zielbalken oder so vorhin? Kehrt um, Reisender. In diesem Nebel lauert der Schrecken. So? Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Wer seid ihr? Bei der Kluft der Kolosse. Im Dunkel vor der Dämmerung marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind. Und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Was ist das für ein Nebel? Ich weiß es nicht. Doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Schorks Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Ja, es ist von hier aus ganz am anderen Ende des Tals. Schorks Halle? Was soll das sein? Wisst ihr das nicht? Was führt euch her? Sicher haben die Träume euch den Weg gewiesen. Die Halle der Tapferkeit, in der die Helden darauf warten, Schorr in den letzten Kampf zu folgen. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Schorrs Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Schorrs Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Keine Sorge, ich bin hier, um Alduin zu töten. Folgt mir, ich führe euch durch den Nebel. Ich will versuchen, mich an eure Zuversicht zu halten. Schnell! Bevor der dichte Dunst erneut mich fängt im Netz des Weltenfressers. Als ich noch lebte, streckte ich viele Feinde nieder. Doch keine Klinge kann dem Schrecken trotzen, der in diesem finsteren Tal lauert. So, wir haben da doch was. Druckwelle, jedoch nicht seinen Ursprung, der war es nicht. Wolkenlose Himmel. Nebel und schlichtes Wetter vertreibst. Nimm mal doch mal den da. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Alter. Du solltest nicht vor mir rennen, du Pfeife.
Boah, wie sie hier überall sind, hä? Boah, gibt's hier irgendwas Verstecktes oder so? Da oben ist er. Die nehmen wir auch mit. Der nur da. Wo ist er denn jetzt? So weg. Hi. Kennt ihr den Weg? Ich bin erschöpft und habe die Orientierung verloren. Umgucken hier. Hey, servus. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Okay, okay. Muss ich dahin? Glaube ich, muss dahin. Hi. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sovngarde, Ende der Seelen? Geschenk, Chance an geehrte Tote? Wer seid ihr? Ich bin Zun, Schildtarne von Shaw. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen und jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shaws erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ich verfolge Alduin, den Weltenfresser. Da wird er mich wahrscheinlich angreifen, oder? Wir probieren's. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Beim Recht der Geburt, ich bin ein Drachenblut. Beim Recht der Intelligenz, ich bin der Leiter der Akademie von Winterfeste. Beim Recht der Plünderung, ich bin eine Nachtigall von Nocturnal. Aber wir nehmen mal das blutige Drache, oder? Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Ich vermute, wir müssen fighten. Kann ich die Halle der Tapferkeit betreten? Lebend oder tot? Auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Na, ruhig doch. Rusa! Rusa! Au! Hey! Alter! Ja, sie, shut up! Was
Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sovngarde, Ende der Seelen? Komm. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurmen. Ja, ja. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm erhellt. Er sagt immer dasselbe. Wer sagt ihr? Ich bin's. Er liebt, wo ein Willkommen wohlverdient auf. So, wir wollen da rein. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Den nehmen wir nocturnal. Nicht die heimlich geraubten und unverdienten Schätze im Schatten der Nacht von einem Dieb gestohlen mit der Beute des Kriegers. Gewonnen in ehrenhaftem Kampf. Also? Euer Untergang bindet euch bereits an eure dunkle Herren. Doch an eurem Auftrag will ich euch nicht hindern. Wenn ihr meinem Zorn widerstehen könnt. Kann ich die Halle betreten? Lebend oder tot? Ja, 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 ja. Auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten. Bis ich ihn nach der Kriegerprüfung würdig erkläre. So. Wir speichern mal neu. Dann nehmen wir mal frei. Entwaffnen wird bei ihm, denke ich mal, nicht funktionieren. Das war falsch. Alter, haut der zu. Alter, renn doch. Ich habe lange auf einen. Oh oh, wir fallen gleich um. Ja, das wird nicht funktionieren. Alter! Okay. Warum ist der denn schon wieder auf dem unbeständigen Schutz? Ja, Alter. Alter, really? Lebend oder tot. Auf Befehl. Ich muss ihn besiegen. So, Eisform. Eisspalter, Heilung. Alter, das macht halt gar keinen Schaden. Ich habe lange auf einen so würdigen Gegner gewartet. Alter, wie willst du den wegkriegen? So, also so funktioniert das nicht. Gib dir gleich mit Skill. Luft ein, der Tuum erschafft Flammenmeer. Zeit verlangsamen. Um dich herum still.
Renn. So, erstmal falsch. Jetzt sollten wir das Ding mal wieder laden, hä? Schon gleich will Gott weiten, na ja, da fight ihr mit. So, gewöhnlicher haben wir hier keine, da haben wir noch einen großen. So, wo ist er denn? Oh. Seht ihr mal. Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Shaws Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen. Shaws Gunst hat euch gefunden, Drachenblut. Die Halle der Tapferkeit, die Ruhe des Herzens, wartet auf euch. So, siehst du, der ist gar nicht mal blöd, der Schrei. So, wir sind in Deutschland, da ist Rechtsverkehr. Wären wir jetzt in Japan, müssten wir auf der anderen Seite laufen. Oder England. Sag mal, Kelly, wie ist denn das? Kann ich hier wieder herporten? Oder muss ich das jetzt auf Biegen und Brechen schaffen? Schokolade, wie viele Rennen hast du heute gewonnen bei Marbles? Ich glaube nicht, dass er Story-Zeug. Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shores Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleit der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte, vorausschauend und grimmig. Ach, die muss ich jetzt fighten, oder was? Was sagt denn der La Queste? Erstmal speichern. Sprich mit den Helden von Sovngarde. Okay. Bin Platz 50 und den muss ich nur noch halten. GZ. Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind. Endlich! Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Ey, die kennen wir doch. Das endlose Warten weicht dem Kampf. Alduins Untergang, sein Tod oder unserer. Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Feldir spricht weise. Der Weltenfresser, der Feigling, fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen sein Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klinge ziehen. Auf in den Kampf, meine Freunde! Die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen, unsere Willen ungebrochen. Hilf den Helden! Wir müssen wohl da raus.
So, die Frage ist jetzt, was müssen wir machen? Nebel vertreiben wieder? Am heutigen Tag ruhen Shores Augen auf Ort. Besiegt Alduin. Würde mal behaupten, wir müssen Nebel vertreiben. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Bringt unsere Schreie zusammen. Was nehmen wir denn für ihn? Komm, Zeit verlangsamen war doch gerade. Also. Hä? Noch einmal! Was wollen die denn? Kann ich jetzt wechseln, ja? Servus. Bin Feigling. Nimmt seine Stärke denn kein Ende? Ist unser Kampf vergebens? Bleib standhaft. Seine Stärke versiegt. Oh. Noch einmal und seine Macht ist so gebrochen. Oh, scheiße, Gott. Zwinge Alduin. Ah, jetzt dürfen wir. So, wo kommt er denn? So, erstmal. Das End. Also, warte mal. Ich sollte vielleicht hier. Drachenfall wäre besser, oder? Ach, scheiße. Hat auch nicht mich. Komm, halt mal still. Alter, wo ist er denn? Wow, da ist er. Jawohl. Abgeschlossen. Versuchen konnte ich den nicht.